Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ihr seht es hinter mir, meine Waage hat mir heute mitgeteilt, dass ich mein Ziel erreicht habe. Ja, und zwar mein nächstes Etappenziel und das sind 20 Kilo gewesen. Ich habe das ja vor ein paar Tagen schon mal erwähnt, dass es nur noch so ein paar hundert Gramm sind und heute war eigentlich der Tag aller Tage. Ja, ich bin überglücklich, total freudig. Ich habe auch schon mein Kleidchen angezogen, was ich ja immer jetzt zum Vergleich immer anziehe, jedes Mal und ja, das war halt, es ist wieder angezogen, es ist total locker mittlerweile, ich freue mich ein Ast ab, ehrlich, das ist total super und ja, es hat lange gedauert, es war eine krasse lange Zeit, ich muss ganz ehrlich zugeben, in den letzten Monaten ging das ein bisschen schneller. Also nicht schneller, sondern ein bisschen einfacher, weil man dann irgendwie schon so ein bisschen den Dreh rausbekommen hat und ja, einfach auch sich an einige Dinge gewöhnt hat, ausprobiert hat und so weiter. Und natürlich möchte ich mich bei euch allen bedanken, weil es ist einfach so, ohne die Community hätte ich es nie geschafft wahrscheinlich. Hätte auch ja, nicht durchgehalten und vor allem, ihr habt mir so viele unglaubliche wertvolle Tipps gegeben oder auch mal so Denkanstöße, wo ich erstmal gedacht habe, komisch, ja wie, eigentlich könnte das sein, könnte es nicht sein oder so und ja, im Endeffekt, vielen lieben Dank, ich freue mich total, auch davon ja partizipiert zu haben sozusagen und ja, bin überglücklich und ich freue mich schon auf die nächsten 10 Kilo oder so. Ich muss natürlich das nächste Etappenziel jetzt eintragen. Ja, ich denke mal 10 Kilo. Wobei das wahrscheinlich auch wieder sehr lange dauern wird. Also ich habe wirklich festgestellt, in der letzten Zeit mit allen Veränderungen, die jetzt mit eingeflossen sind, dass ich 500 Gramm pro Woche abnehme. Ja, und es ist tatsächlich so, dass man kaum etwas dagegen tun kann, also das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich habe, egal was man macht, also es sind wirklich 500 Gramm, die auch gut und mit einem Wohlgefühl runtergehen und einfach auch, ja, ich glaube, dass es schon gesund ist und die Wissenschaft sagt ja eigentlich auch, dass man bei starkem Übergewicht nicht mehr als 500 Gramm verlieren sollte. Gerade wenn man sich auf so eine unglaublich lange Reise begibt. Und ja, da muss ich der Wissenschaft einfach, glaube ich, recht geben. Keine Ahnung, aber so ist das. Gedauert, für diejenigen, die das vielleicht jetzt noch nicht so mitbekommen haben, gedauert hat das Ganze ja, seit Februar 2019 ungefähr. Wobei ich sagen muss, dass ich im Februar, März teilweise noch nicht so wirklich Ahnung hatte, was ich gemacht habe. Also das ist halt so eine, die Entzugsphase, des, ja, diese Kohlenhydratentzugsphase so gesehen, dass man den Körper wirklich auf, ja, versucht auf eine normale Schiene zu bringen. Hat sehr lange gedauert und ich glaube auch, das war so das Problem, dass dann auch sehr schwierig war, Fett abzubauen. Es gibt ja auch einige Studien bzw. Ärzte sagen ja auch, eigentlich ist es ja nicht möglich, Fett abzubauen so leicht, wenn irgendwas stoffwechseltechnisch nicht funktioniert. Das heißt also, man weiß natürlich, dass wenn man irgendwie PCO hat oder wenn man jetzt Diabetes, wie in meinem Fall, beides hat, dann dann ist es halt nicht so einfach. Deswegen bin ich umso freudiger, das geschafft zu haben. Schon mal diesen kleinen Meilenstein. Das ist ja jetzt ein kleiner heißer Tropfen, ne? Also ein Tropfen auf einen heißen Stein sozusagen. Es sind nur 20 Kilo, aber das sind für jemanden, der von allen möglichen Ärzten eigentlich schon abgeschrieben wurde, nur 20 Kilo sind sehr, sehr viel. Und ja. Also man hat mir am Anfang oder irgendwie vor ein paar Jahren gesagt, mit solchen Blutwerten, ja, ist es eigentlich nicht möglich, Gewicht abzunehmen. Ja, komisch, irgendwie doch. Es ist natürlich nicht möglich, das Gewicht abzunehmen, so schnell wie das jemand anders schafft, der vielleicht Stoffwechsel gesund ist oder so. Aber ja, es zeigt einfach, dass es doch möglich ist und ja, das freut mich irgendwie total. Ich bin voll aus dem Häuschen. Ich habe natürlich ja, die letzten Tage so gefiebert und habe mich gefreut und dachte, oh Gott, wann sind eigentlich die 200-300 Gramm weg? Und dann waren es mal 100 Gramm und dann dachte ich, oh nein, also 114,3, dann waren es mal 114,2, dann waren es wieder 114,3.
Und irgendwann, jetzt sind es 113,8 heute Morgen gewesen. Das heißt also, es geht runter. Und noch eine Sache muss ich sagen für diejenigen, die das vielleicht ein bisschen länger auch gucken. Hier, diese Ausschweifung mit den 3 Kilos, die da jetzt irgendwie mehr war, ist meiner Meinung nach wirklich jetzt zurückzuführen auf das, was auch viele schon gesagt, geschrieben, vermutet haben, auf A, das Antibiotika, was ich genommen habe wegen meinen Zähnen oder halt auch Wassereinlagerungen und so weiter, ne? Also, dass der Körper da irgendwie Wasser eingelagert hat, weil diese 3 Kilo sind tatsächlich so schnell wieder weg gewesen, wie sie da waren. Und danach ging es ganz normal wieder weiter runter. Also, keine Ahnung. Das Einzige, was ich jetzt verändert habe, das wissen ja viele, ist ja das mit den Milchprodukten, dass die wirklich aufs Minimalste runter sind. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich esse gar nichts mehr. Das ist natürlich Unsinn. Aber es gibt halt keinen Quark, Joghurt pur. Aber wenn mal irgendwie es ein Rezept gibt, wo ein Esslöffel, weiß ich nicht, oder ein Teelöffel von Frischkäse oder so reinkommt, klar, das ist jetzt, macht den Braten jetzt nicht fett und ist auch nicht so schlimm. Und was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, verstärkt, man muss auf jeden Fall darauf achten, oder ich versuche so darauf zu achten, nicht so extrem zu werden und auch ein gesundes Mittelmaß zu finden, beziehungsweise in dieser gesunden Mittelmaßspur zu bleiben, sich auch mal vielleicht irgendwann ein bisschen mehr erlauben zu können, aber trotzdem nicht vom Weg abzukommen. Das ist sehr, sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man, ja, sobald man wieder irgendwas, weiß ich nicht, isst oder so, was eigentlich gar nicht geht, dann hat man das Problem, dass dann auch vielleicht, also ich meine, jetzt habe ich ja, jetzt sind wir, sitzen wir ja hier die ganze Zeit, seit Wochen, da ist es natürlich nicht möglich, aber ich weiß aus Erfahrung, dass wenn ich dann mal irgendwas gegessen habe, dass dann auch die Gefahr einfach da ist, dass man dann irgendwie sagt, ach komm, das eine, ja gut, das zweite, das dritte und dann ist es eh alles egal, über Bord geworfen. Und daran habe ich ein bisschen zu knabbern, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt also, für mich ist es nicht drin, einfach mal jeden Tag irgendwas, ja, süchtig machendes, sage ich jetzt mal, zu essen, wie Industriezucker oder Getreide oder so. Das geht auf gar keinen Fall. Also das ist noch so ein kleines Ding, woran ich zu knabbern habe. Aber ich würde mal sagen, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube auch, dass sich vieles noch ändern wird, vieles auch, ja, vielleicht auch besser wird. Ich habe natürlich immer noch zuletzt die Hoffnung, dass meine Bemühungen Früchte tragen mit meinem Muskelaufbau so ein bisschen, ne? Wobei man darf sich da auch nicht so Illusionen machen. Also Muskelaufbau funktioniert eigentlich nicht gleichzeitig bei Fettabbau, denn man muss ja für Muskeln, also für Fettabbau braucht man ja ein Kaloriendefizit und für Muskelaufbau muss man eigentlich mehr hinzufügen. Also es ist ja auch egal. Auf jeden Fall schließt sich das eine mit den anderen aus. Es ist einfach so. Und deswegen, ja, das Einzige, was man jetzt machen kann, ist sich langsam an Krafttraining zu gewöhnen, das einfach so in den Alltag einzubringen. Und natürlich hilft das mir dann auch, wenn ich so ein paar Bodenturnübungen mache, wenn ich dann mal wirklich etwas Schwieriges mache, also weiß ich nicht, was Handwerkliches oder so, dann klar, ist man halt nicht völlig muskelfrei, wobei muskelfrei sind wir eh alle nicht, aber halt, man ist dann so ein bisschen trainierter, sage ich jetzt mal. Also man muss sich auch mal alles gut reden, ne? So alles, was so ein bisschen anstrengend ist, das umzuändern, muss man sich auch ein bisschen gut reden. Ich mache jetzt seit ein paar Tagen, wie gesagt, ein paar Muskelübungs- Bodentrainingsübung sozusagen. Und ja, ich wollte das jetzt nicht so an die große Glocke hängen, weil wenn man etwas nicht an die große Glocke hängt, dann hat man ja noch die Option, es nicht weiterzumachen. Das ist so der Gedanke dahinter gewesen. Ja, mittlerweile denke ich, okay, ich kann es vielleicht auch mal erzählen, so ein bisschen, und es ist nicht schlimm, weil es wird trotzdem irgendwie weitergehen. Und ja, es ist jetzt nicht mehr so tragisch, sich zu überwinden. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es auch so ein bisschen psychologisch ist, dass man jetzt so weiß, ah, jetzt sind die 20 Kilo runter. Und das ist natürlich totaler Schwachsinn, aber ich fühle mich jetzt einfach ein bisschen bereiter, irgendwie ein bisschen mehr zu geben irgendwie. Und viele Dinge, an die ich mich einfach auch gewöhnt habe, sind ja halt zum Alltag geworden. Und zum Beispiel das Fasten, intermediäres Fasten, ist ja jetzt auch kein Problem. Also
Ich bin momentan, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich bin eigentlich bei so 24, aber manchmal sind es auch 5 Stunden oder so. Ich versuche den ganzen Vormittag, mittags rum halt nicht zu essen, nur was zu trinken und also kein Bulletproof Coffee oder so, falls der eine oder andere denkt, dass ich mir die Butter da rein pfeife. Das mache ich gar nicht mehr. Das war auch so eine Phase. Die war aber gut, die Phase, weil die hat irgendwie schon, die hat auch was gebracht. Also man darf jetzt nicht alles so schlecht reden, sondern auch diese Phase hat was gebracht. Und jetzt bin ich halt dabei, ja, erst so ab 13, 14 Uhr was zu essen. Was allerdings nicht immer klappt. Und ich muss dann auch ganz ehrlich zugeben, beziehungsweise sagen, wenn es nicht klappt, das heißt, wenn ich morgens aufstehe und merke, boah, ich habe aber wirklich so Hunger, dass ich, dass es für mich selbst Quälerei wäre, jetzt so lange durchhalten zu müssen, dann, ja, ich würde jetzt nicht sagen, gebe ich nach, aber dann entscheide ich mich für die Variante der Gesundheit. Und die Gesundheit heißt einfach, nicht den Cortisolspiegel so nach oben treiben, sondern einfach den Stressspiegel halt nicht so, also nur nicht so viel Stress sich selbst zu machen, sondern einfach mal zu sagen, okay, dann fange ich heute mal an, dann esse ich halt um 10 Uhr morgens eine Kleinigkeit oder so. Dann habe ich halt mein Fasten gebrochen, aber es ist jetzt nicht so tragisch. Ich habe das Gefühl aber, dass es mit Hormonen irgendwas zu tun hat, weil mir fällt auf, dass diese Tage kommen, wenn ein bestimmter Zyklus irgendwie am Marsch ist. Und ja, da fällt mir schon auf, dass man dann so früher, oder beziehungsweise Freundinnen haben immer gesagt, boah, ich muss mal eine Woche vorher irgendwie Süßigkeiten essen oder so, ne? Und bin dann irgendwie so eine Fressraupe und so. Und ich habe das Gefühl, das hat irgendwie was damit zu tun. Man sollte sich aber wirklich nicht immer quälen, sondern auch mal, ja, mit dem Körpergefühl und mit dem Körper einfach auch zusammenarbeiten. Und ja, das ist halt so mein momentaner Standpunkt, meine Strategie, die ich jetzt fahre. Und ja, ich bin voll zufrieden, total glücklich und ich bin wirklich total gespannt. Und natürlich denke ich mir so, ach, die nächsten 10 Kilo dauert dann. Ja, also wenn das wirklich mit den 500 Gramm so weitergeht, dauert das natürlich auch wieder Ewigkeiten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass sich während dieser ganzen Phasen auch unglaublich viele Dinge verändert haben. Also die erste Phase war ja die wichtigste, wo dann einfach auch die Symptome weggingen, der Blutzuckerproblematik beispielsweise. Ja, und jetzt sind wir in so einer Phase, wo es einfach so ein bisschen um Fettabbau geht, glaube ich. Und irgendwann kommen wir auch in die Phase, wo es um Muskelaufbau geht. Und irgendwann kommen wir in die Phase, wo es, glaube ich, darum geht, schön zu sein, oder? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Ich lasse mich überraschen. Auf jeden Fall wollte ich euch das mal heute mitteilen, ganz feierlich. Heute also heute ist der 13. Mai, ein sehr feierlicher Tag. Ja, und ist natürlich krass, ne? So viel Zeit vergangen, aber ich muss sagen, dass es sich wirklich, der Weg hat sich gelohnt bis jetzt und es lohnt sich weiterzumachen. Und an alle, die jetzt irgendwie so ein bisschen immer zweifeln, kann ich auch nur appellieren, einfach weitermachen, irgendwann wird alles gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, tschüss.